Jetzt sind sie überall da in Europa, London, in München, Deutschland, also in Wien und so weiter und so fort. Sie kommen nicht nach Marokko, aber nachher natürlich. Und bitte, haben viele Araber schon Paläste und Häuser in Marokko, dürfen alle, nicht nur bitte Araber, alle Ausländer dürfen in Marokko Häuser kaufen oder bauen oder so. Das Land ist geöffnet. Aber zum Beispiel zum Investieren, also ist besonders Farms, also Bauernhöfe oder so. Nein, also werden nicht die Ausländer dürfen, also nur mieten, das Land also mieten. Aber vor 99 Jahren, das ist also auch schon wie schon kaufen. Und dann kommt, wie gesagt, Audir. Audir ist ein auf Berberisch